Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play. Edna bricht aus, Anniversary Edition. Beim letzten Mal sind wir in dieses Zimmer gelangt, hatten ein Ründchen mit Siggi und Co. geredet und nun wollen wir aus diesem Zimmer raus. Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, Tempomorph für mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. So, Tempomorphen die zweite, Leute. Ach ja, dieses Gonggeräusch. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Der Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Der Schrank. Warum hat er dann Schädel? Ist er nicht Mathematik? Das ist eine... Es könnte eine Karte sein, die vieles aussagt. Gut. Ich sehe das auf der Tafel und denke mir nur, yo. Aber gut. Ich darf nicht tauschen. Das heißt, wir drücken jetzt erstmal die Leertaste. Und kann ich da reingucken? Da steckt ein Brief in der Tasche von Herrn Hornbuschs Mantel. Mich würde brennend interessieren, was in diesem Brief steht. Ja, dafür müssen wir Edna irgendwie hinbringen. Eine Notiz von Mattis, Ednas Vater. Aha. Ob sich damit was anfangen lässt? Ja, garantiert. Ich glaube, das ist wichtig. Globus. Die Welt ist viel zu groß, um für längere Zeit irgendwo eingesperrt zu bleiben. Ja, das stimmt. Ich sollte mit Edna unsere Welttournee planen. Das ist süß irgendwie. Das ist Ednas Lehrer, Herr Hornbusch. Na, Privatunterricht. Ich glaube, Edna hat Angst vor Herrn Hornbusch. Ja, wenn er sie in den Schrank sperrt, kann ich mir das gut vorstellen. Ich kann Mathe nicht ausstehen. Edna konnte Mathe noch nie ausstehen. Mathe ist tatsächlich nicht so schlimm. Man muss einfach den richtigen Lehrer haben. Sein oder nicht sein? Sein, natürlich. Den Schädel mochte Edna immer besonders gern. Schön. Hinter dieser Tür beginnt der Spaß. Irgendwie muss ich Edna hier rausbekommen. Vielleicht hat sie ja selbst eine Idee. Also bisher hat sich herausgestellt, dass Alfred irgendein mentales Leiden hatte. Also das, ne, halt der Privatunterricht, dass er grobmotorisch war und so weiter und so fort. Und Edna? Ja, Edna hat auch gelitten, weil ihre Mutter ja irgendwann mal gestorben ist, apparently. Ich erkenne ein Muster. Vielleicht hat Edna Lust, verborgene Inselreiche zu erkunden. Zu sehen, so ähnlich sehen halt auch Karten mit geologischen Profilen aus. Das ist der Muschelkalk des mittleren Trias. Und so weiter und so fort. Alfred ist schon ein selten dummer Schnösel. Edna kennt einige gute Schimpfworte, die auf das Froschgesicht passen. Warum habe ich Edna bloß in diese triste Erinnerung gebracht? Ich weiß es nicht, Harvey. Ich weiß es nicht. Oh, wie schön. Heute ist der wärmste Tag des Jahres. Wer heute nicht rausgeht, hat vielleicht den Sommer verpasst. Ach, Edna ja. Sollte eigentlich das Wetter auskosten. Es ist nicht fair, dass sie stattdessen hier büffeln muss. Früher als wärmste Tage nicht an die 40 Grad rangereicht haben. Das Wasser sieht herrlich aus. Edna würde sicher viel lieber schwimmen gehen, als den doofen Matheunterricht mitzumachen. Aber Matheunterricht im Sommer? Das kann nicht wahr sein. Es gibt sogar ein Riesenrad. Das wird mir Edna nie glauben. Ein Riesenrad. Eine Eisbude. Die Eisbude war vorher nicht da.
Die scheinen ganz neue Sorten zu haben. Oha. Ein Eis wäre für Edna jetzt genau das Richtige. Ein Karussell. Es gab noch nie ein Karussell im Ort. Edna muss unbedingt von diesem Karussell erfahren. Oha, wie ist schon übersüß. Ich wusste gar nicht, dass ein Zirkus in der Stadt ist. Wenn Edna von dem Zirkus erfährt, wird sie sich noch mehr ärgern, dass sie nicht raus darf. Das stimmt. Hey, die haben eine neue Rutsche auf dem Spielplatz. Edna ist die Königin auf der Rutsche. Sie kann sogar hochrutschen. Wie rutscht man hoch? Edna ist die Hey. Gut, haben wir jetzt alles mitgenommen? Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Edna, Edna, Edna! Da ist ein Zirkus in der Stadt! Was sagst du? Ein echter Zirkus? Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna Konrad, du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank, verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Was ich jetzt auch gerade bemerkt habe. Harvey sagt auch immer dreimal Edna, Edna, Edna. Ne? Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Okay. Ich kann sie nicht mehr... Edna, Edna, Edna! Die Badesaison hat begonnen. Oh, ich will auch baden gehen. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Ich muss doch sehr bitten. Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna. Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Schön, dass Herr Alfred das einfach glaubt, weißt du? Nur, da ist der Zettel. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Okay, der Zettel ist nicht so wichtig. Ich frage mich... Mathe ist ätzend, lass uns abhauen. Psst, später, Harvey. Erinnerst du dich an den Schädel? Psst, später, Harvey. Also ich muss jetzt ablenken, damit ich im Schrank lande. Und dann Sachen machen kann, I guess. Guck mal, Riesenrad. Edna, Edna, Edna! Es gibt sogar ein Riesenrad! Nein, das kann unmöglich stimmen. Ich habe es gesehen. Das ist unfair. Unfair, unfair, unfair. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna! Das Maß! Das Maß ist voll! Du kommst jetzt in den Schrank! Na los! Beweg dich! Aber... Keine Widerrede! Dann kann ich jetzt mit Edna... Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Vielleicht kann ich jetzt... Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Viel zu dunkel. Edna, Edna, Edna! Heute ist der wärmste Tag des Jahres. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Edna, Edna, Edna! Auf dem Spielplatz gibt es eine neue Rutsche. Ganz toll. Okay, darauf reagiert sie gar nicht mehr. Was ist das für ein Zettel in deiner Schultasche? Der ist nicht weiter wichtig. Mein Vater hat heute Morgen wieder einmal vergessen, mein Frühstück rauszustellen. Okay, wie mache ich das denn jetzt? Wir müssen dich hier irgendwie rausbekommen. Ja, das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch die Geschichte meines Lebens. Irgendwie schon, oder? Wir sollten hinaus in die weite Welt. Ich wäre für den Anfang schon froh, wenn ich aus diesem Schrank hinauskäme. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Dazu müsste ich zuallererst einmal aus diesem Schrank raus, oder? Wie praktisch, dass der Schrank ein Loch in Kuckhöhe hat. Ja, vielleicht kann ich hier sagen, geh ins Loch. Dieses Loch im Schrank
könnte sich als nützlich erweisen. Dann könnte sie das lesen, oder? Wir könnten doch wieder den Schädel mit Plackerfarben anmalen. Dazu müsste ich zuallererst... Okay. Kann ich irgendwas... Kann ich damit das anfangen? Alfred ist eine alte Petze. Ein Petzfrosch. Das ist so süß. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Hat sie jetzt den Brief gelesen? Oder hat sie ihn da drin gelassen? Oh Gott, dass sie ihn da drin gelassen. Jetzt muss ich sie nochmal verpetzen. Oder kann ich ihr sagen... Hey. Brief? Edna, der ist bestimmt Psst. Okay. Draußen ist ein Zirkus, Edna. Edna. Was sagst du? Es tut mir leid. So, gut, dann machen wir das nochmal. Edna, ich liebe Karussells. Langsam wird dieser Unterricht zur Folter. Ja gut, das können wir einfach wegdrücken und nochmal die Eisbude. Edna, es hat eine neue Eisbude aufgemacht. Haben die etwa auch Pudding-Eis? So wie es aussieht, haben die da alles. Ich könnte sterben für ein Eis. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein bisschen halt Embellished Memory ist. Und dass sich Edna / Harvey das ja nur vorstellt. Und wegen ja. Da steckt ein. Ich würde. Edna, kannst du in den Brief rankommen? Das klappt so. Wo ist der Brief? Da. Kommst du an den. Klar. Ich kann. Es ist. Du könntest mit dem Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Eine Verschwörungstheorie. Vielleicht kann ich jetzt mit dem Zettel was machen. Was ist das für ein Zettel? Der ist nicht mein Vater. Also den Brief haben wir jetzt gelesen, ne? Wie geht's dir, Edna? Wie soll es mir schon gehen? Ich bin in einem Schrank eingesperrt. Kann ich noch irgendwas mit dem Brief machen? Das mit dem Brief ist wirklich seltsam, oder? Du sagst es, Harvey. Wahrscheinlich war Dr. Marcel einfach richtig eifersüchtig, dass das Kind von einem alleinerziehenden Vater so viel klüger ist als sein Alfred. Und war einfach like, nope. It's not. So, ich bin jetzt aber auch ein bisschen aufgeschmissen. Mal überlegen. Ich sage einfach, dass sie wieder am Unterricht teilnehmen soll. Na, gucken wir. Vielleicht. Und das ist auch, Herr. So. Sie müssen sie ja lernen, Unterschriften zu fälschen. Ist das da die Handschrift von... Ja, wieso? Ah. Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Im Namen deines Vaters? Du meinst, wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. Aha. So hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählt nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Jetzt haben wir Harvey 2. Unterschrift fälschen. Ich will keine falschen Erinnerungen. Na gut, let's go.
Uff, so. Dann wollen wir uns jetzt erstmal die Unterschrift von Dr. Marcel krallen. Einfach damit wir das gemacht haben. So, also. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Etwas später. Etwas später? Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Ich weiß, du. Forger. Habe ich jetzt quasi Marcells? Oh mein Gott, ich hab... Okay, also wir haben die Unterschrift lange geübt, würde ich mal behaupten. Das hat sich ein bisschen an Homestuck. Ach ja, so, was? Ich habe was Cursed gesagt? Nein, ich habe nichts Cursed gesagt. Ich und Cursed, I don't think so. So, jetzt müsste ich... Ist er wirklich da? Hab ich nicht mit ihm drüber geredet? Das Britzel-Britzel-Therapie und so? Nein? Gut, dann muss ich das nochmal ansprechen, weil ich muss ja gewisse Sachen neu aufnehmen. Es kann gut sein, dass ich das einfach vergessen habe. Moment. Ich muss wahrscheinlich wieder einsperren lassen oder irgendwie sowas. Da sind wir hergekommen. Und da geht's zur Gruppentherapie. Gut. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ja, wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja, doch. Ach ja, Pokis Cameos. Ach, die schon. Sie haben schon früh angefangen. Formular. Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Gut. Ha, jetzt haben wir nur noch 2 Minuten. Ich frage mich, ob es noch Sinn ergebe, das jetzt noch zu machen. Aber andererseits haben wir irgendwie so nicht so viel gemacht. Das ist natürlich auch nicht so... Na, das wird sicher lange dauern. Ja, dann hab ich so ein bisschen das Gefühl. Ergo würde ich noch eine Sache versuchen wollen. Und diese Sache wäre... Der passt hier nicht. Nope. Gut, dann ist der Schlüssel nur für die eine Tür. Dann brauchen wir den Generalschlüssel noch für das Ding da. Gut. Alright. Also Leute, beim nächsten Mal gibt es Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Mal gucken, wie die aussieht. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis dahin haltet die Ohren steif. Ciao.